Huch. Sieht schön aus hier unten. Ihr solltet hier oben bleiben. Bitte so hell bleiben. Ich will hier ein bisschen was anschauen. Oh, ist schön hier unten. Ist wirklich schön. Was man hier wohl so alles finden könnte? Wo genau sind wir denn jetzt? Mittendrin quasi. Ich hoffe, wir dürfen das Atemgerät behalten. Ach, man muss wirklich auf einer gewissen Tiefe bleiben, ansonsten. Jetzt ist es so dunkel, das ist doof. So sieht man wenigstens was. Aber natürlich auch überall mal so ein bisschen Müll, ne? Und hier haben wir natürlich das Bömberli. So, unter den Tragflächen anbringen. Schwimmkörper anbringen. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an Hidden in Dangerous 2. So wie das aussieht, wie man hier die Missionsziele anbringen muss. Und zack. Was haben wir denn da vorne? Lake Mead Höhle. Pass auf, das machen wir jetzt auch noch. Gucken uns hier einmal kurz das Bötchen an. Dann gehen wir zur Höhle runter. Hier ist nichts, okay. Dann lassen wir das Bömmchen, den Bömberli mal hochsteigen und ja. Wo war es jetzt? Lake Mead Höhle, da vorne. Grüner, leuchtender Pilz. Wir können ihn nicht mitnehmen. Sieht schön aus hier. Wirklich schön. Sunsetzers Brilla. Brilla. Nehme ich gerne mit. Haben wir das Licht schon an? Nee, jetzt. Kommen wir nicht dran. Da hat es jemanden, naja, zerfetzt würde ich jetzt nicht sagen, aber zerlegt. Einkaufswagen, komischerweise. Einkaufswagen. Mehrzahl, bitte. Stimpak, ruhige Hand. Aktenschränke. Munition. Ob die noch was taugt, so lange unter Wasser? Oh, ist das schön hier. Im Stein versunken. Hier oben ist nur zum Luftholen, okay.
Oh, ist das schön hier. Meine Güte. Alte Flugzeugteile oder was sind das? Hier ist noch jemand. Sieht ein bisschen aus, als... Wo sind das? Nee, das können ja nicht die Überreste vom B-29-Bomber sein. Oder B-27. Aber definitiv Überreste von einem Flugzeug, würde ich sagen. Oder vielleicht ein altes Schiff doch? Oh nee, das sieht mehr nach Flugzeug aus. Nach Flugzeugteilen. Würde ich sagen. Oh, ist das schön hier. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Auch mit diesen ganzen leuchtenden Pilzen und so. Oh. Richtig schön. Na gut. Halt, da vorne geht's noch irgendwo lang. Oder doch nicht? Doch, da ist doch noch was. Das sehe ich doch. Nee. Nun gut, dann war es das. Aber sauschön hier unten. Auch mit dieser schönen Stille unter Wasser hat das heißt sehr atmosphärisch. Unterwasserlevel, man muss sie lieben. Nun gut, dann wollen wir mal wieder raus aus der Höhle. Sieht auch witzig aus, wie er da so rumpaddelt. Da mal ans Ufer. Ufer? Ach, man sieht sogar. Oh, schön. Ach, wir sollen da vorne hin. Cavill Bay. Na, was soll's. Erkunden war das wahrscheinlich dann in der nächsten Aufnahme auch noch. Na komm, ich hatte es doch eben. Ah, dann... ach, ha. Um mal richtig alles zu sehen. Ah, so schön. Gut. Nein, 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 nein. Ach so. Ah. Veronica, du solltest da, glaube ich, weg. Ach, das ist Rex. Ja, und jetzt?
Leuchtzünder hört auf zu piepen. Leuchtzünder beginnen zu piepen. Muss ich da irgendwas auslösen? Leuchtdetonator. Ah. Klavam. Sehr schön. Wir haben den Ort hier. Doch, wir haben ihn entdeckt. Soll ich gerade noch... Nee, das erkunden wir ein andern Mal. Ich hoffe, ich erinnere mich dran. Jetzt sagen wir erstmal, dass der Bomber an der Wasseroberfläche ist. Ich hoffe, wir dürfen das Atemgerät behalten. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, wenn Sie den Bomber aus dem Lake Mead geborgen haben. Ihr Plan hat funktioniert. Das Flugzeug wurde nach oben getrieben. Scheint intakt zu sein. Ist ja kolossal. Ich werde gleich die Roboter instruieren, das Flugzeug aufzuladen und nach Nellis zu transportieren. Wie planen Sie denn, das Flugzeug wieder hierher zu bringen? Sagte ich Ihnen doch. Das besorgen die Roboter. Die zerlegen das Flugzeug in Teile und bringen es von Colville Bay hoch. Colville Bay. Intelligenz 7. Planen Sie ein Ablenkungsmanöver, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen? Genau. Wir werden ein unbesetztes Gebiet im äußersten Vegas behaken, um Ihre Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Bis die merken, dass sie gar nicht angegriffen werden, werden das Flugzeug und die Bots längst weg sein. Die Jungs würden am liebsten ein echtes Ziel beschießen, aber Pearl hält es für unklug, gleich nach dem Auftauchen der Dame einen Krieg anzuzetteln. Ja, das wäre nicht so doll. Okay, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Hey, ich muss mich sputen. Jack und ich haben noch einen Haufen Arbeit vor uns. Okay. Dann sagen wir mal Pearl Bescheid, dass wir hoffentlich irgendwann mal looten können hier. Und die ganze Munition mitgehen lassen. Die haben ja anscheinend genug... Boing, 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 boing. Na, ein bisschen aufräumen hier. Stotterlaufen, kennt man. Hallo, tut sich etwas? Halt, hier vorne. Es ist auch so rauchig drinne. Hallo, Freund. Wie kann Mutter Pearl behilflich sein? Ich habe mit Loyal gesprochen. Die B-29 ist auf dem Weg. Sie haben für uns ein wahres Wunder vollbracht, mein Kind. Sie haben uns den einzigen Traum erfüllt, den wir außerhalb unserer Mauern je hatten. Sie sind unser allergeschätzter Freund. Wenn wir Ihnen jemals helfen können, dann sagen Sie es mir und ich werde dafür sorgen. Noch nicht. Volare oder Voler oder wie auch immer. Ich muss mich auf den Weg machen. Stufenaufstieg. So, was wollen wir haben? Oh. Erstmal kratzen. So. Überleben brauchen wir dafür. Wissenschaft haben wir genug. Sprengstoff war jetzt schon öfters da, ne? Und es würde uns helfen. Allerdings schleichen wäre auch gut. So. Ja. Weiter. Was wollte ich jetzt haben? 26. Arithmetische Abrechnung. nee. Haben Sie trainiert? Wenn Sie mit einem Gewicht von mehr als 5 Kilogramm... Warte, Waffen mit einem Gewicht von mehr als 5 Kilogramm sind für Sie nur noch halb so schwer. Dies gilt nicht für Waffen, deren Gewicht durch Modifizierung auf weniger als 5 Kilogramm gesunken sind. Oh, wie viele Waffen, die wir jetzt mithaben, wiegen mehr als 5 Kilo?
Das ist jetzt... Also ich wollte das haben. Robotik-Experte. Ich habe es mir ausgesucht. Ich denke mal, ich werde mir was dabei gedacht haben. Und da wir ja immer relativ viele Waffen mit dabei haben. Ja. Millimeter Pistole. Hat entweder 3 gewogen oder 6. Die hat 8 gewogen, definitiv. Die hat also 12 gewogen. Die auch. Die auch. Die hat 20 gewogen, wo auch immer wir die Kettensäge her hatten. Das glaube ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Moment. Irgendwie... glaube ich das gerade alles nicht so. So, 3, 3, 1,5. Nee. 4, 6. Wir haben kaum was an Gewicht eingespart. Wir waren bei 43, jetzt sind wir bei 57. Nee, Schwergewicht lasse ich weg. Wir nehmen irgendwas anderes. Jetzt muss ich nur gerade gucken. Einmal wieder aufs Dokument drauf. Natürlich will das jetzt nicht. Doch, jetzt bin ich dabei. Ja. Kabelsalat. Gut, lassen wir das. Mal gucken, was wir alles, was wir sonst Hallo, noch so haben. Freund. Ja, hatten wir, haben wir. Ah, nein. Lassen Sie sich. Aber wir konnten noch keine Option wählen. Das heißt, ich befrag's jetzt doch danach. Hallo, Freund. Zack, zack, zack. Es wird wohl bald eine Schlacht am Hoover-Staudamm geben. Können Sie dabei helfen? Natürlich, mein Kind. Nach allem, was Sie für uns getan haben, helfen wir gerne in der bevorstehenden Schlacht. Nach all dem Training in der virtuellen Realität brennen die Jüngeren darauf, ihre Fähigkeiten zu beweisen. Wir werden da sein, wenn Sie uns brauchen. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, Sprengstoff auf 30. Das Buch. Soweit wie es ging. Nee, das war doch ebenso nicht. Hä? Ah ja, stimmt. Überleben auf 25. 45. So. Das Block funktioniert nicht. Schrottmunition hat sich damals so toll angehört, war aber auch doof. Sie fügen Tieren und mutierten Tieren im Kampf 25% mehr kritischen Schaden zu. Nee, mit dem Ergebnis verursachen sie bei jedem Angriff auf mutierte Insekten wie Redkakerlaken, Riesenschrecken oder 50% mehr Schaden. Oh, davon haben wir jetzt halt kaum. Ja, bei Red Roaches ist es scheißegal. Riesenschrecken waren jetzt auch nicht so das Problem, obwohl bei Zion im General Goods Store hat uns ordentlich auch weggehauen, ne? Aber nee. Kannibale, nein, definitiv nicht. Leichtes. Während sie mit einer einhändigen Schuss- oder Energiewaffe zielen, können sie sich doppelt so schnell bewegen wie normal. Das brauchen wir nicht. Wenn ihre Trefferpunkte unter 15 sind, wird die Chance raus. Okay. Was für ein Spaß. Oh, und außerdem fügen sie mit allen Waffen 5% mehr zusätzlichen Schaden zu. Blutiger Tod. Habe ich gar nicht da drinne. Also das wäre eine Option. Eigenbauer. Sie können sich mit den Ladebanken aus und werfen keine... Bei Schusswaffen können sie öfter Einzelteile wiederverwenden. Alle Eigenbaurezepte oder Ladebanken sind freigeschaltet. Schatzsuche finden Sie mal wesentlich. Ha.
Plus 25 auf Wetzpräzision ist gar nicht mal so schlecht. Berge. Versuchen Sie 25% mehr Schaden mit 9mm Pistolen, automatischen 45mm MPs, Dienstgewehren, Sturm- und Scharfschützen, Scharfschützenkarabiner, leichte MPs, Splittergranaten, Granatwerfern und... Ist gut, ne? Können wir eigentlich nehmen. Ja, und jetzt ist doof. Das passiert nicht oft genug nach für mich. Das ist doof. Nee, das ist Plasma. Tierfreund. Ja, werden sie einfach nicht mehr von Tieren angegriffen, aber nicht gegen andere Tiere. Ja, was heißt jetzt Tiere? Wenn das auch für Cazadores gilt, dann sehr gerne. Schmelze. Zoof. Ich mach mal hier schon Schluss. Ich gucke mir jetzt ein paar dieser Perks in der Wiki an, damit ich jetzt nicht allzu lange so rumdümple. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Also, bis dahin. Ciao.